Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Black Mirror 2. Wir haben letzte Folge unsere Mama besucht und jetzt haben wir uns hier im Wartezimmer noch gar nicht richtig umgesehen. Das würden wir mal noch machen. Mom hat erzählt, wie sie nach ihrem Autounfall lange fürchtete, den Rest ihres Lebens in so einem Ding verbringen zu müssen. Ihr Rücken war schwer verletzt und niemand konnte ihr sagen, ob sie je wieder laufen könnte. Wie durch ein Wunder blieb ich bei unserem Autounfall damals unverletzt. Meine Mom war monatelang im Krankenhaus. Mein Vater ist noch am Unfallort gestorben. Ich war damals vielleicht 3 Jahre alt. An den Unfall kann ich mich nicht erinnern. An meinen Vater auch nicht. Ich wollte gerade sagen, er kann sich also nicht daran erinnern. Einige Hochglanzzeitschriften und ein Gesundheitsmagazin. Das na gut. Ich nehme das Modemagazin hier und die Autozeitschrift mit. Ich will hier nicht hocken und auf neue Nachrichten warten. Ich kann jederzeit herkommen und fragen, wie es hier geht. Ja, natürlich. Wenn der Tempel der Freiheit feststeht, wird das Volk ihn zu schmücken wissen. Mit Kameras schmücken wir unser Land der Freiheit. Vor wem fürchten sich die Leute? Vor sich selbst? Hier haben wir nichts weiter, außer die Krankenschwester, mit der müssen wir ja auch noch reden. Oh, hier vorne ist noch was. Ein Soda-Automat. Spuckt verschiedene Sorten Zuckerwasser aus. Geht das? Eine Flasche Soda. Hurra! Ach, er hatte wohl noch Geld dabei. Und wir können das wohl mehrmals machen. Aber wenn wir die wieder brauchen, können wir es ja machen. Hier war noch was. Aber da kommen wir nicht ran. Vielleicht sind Krankenakten in dem Schrank. Oder Quittungen, Formulare, Überweisungen. Geheilt wird hier ja nur noch nebenher. Ich glaube nicht, dass mich etwas darin interessieren würde. Okay, und hier haben wir noch was. Es scheint hier im Gebäude ein Dutzend Kameras zu geben. Vielleicht sollten sie noch die Bildschirme filmen, um zu überprüfen, dass alles gefilmt wird. Wenigstens sind keine Kameras in den Patientenräumen oder auf dem Klo. Da müssen wir wohl noch bis zum Jahr 2000 warten. Flure, Gänge, der Eingangsbereich da drüben, eine Tür. Vermutlich der Notausgang. Alles nicht weiter interessant. Bis zum Jahr 2000 war das etwa vorher das Spiel? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich dachte danach. Eine graue Tür mit einer Milchglasscheibe. Pathologie steht auf dem Schild darüber. Und da wollen wir wohl nicht hin. Ich bin nicht sonderlich morbide. Also bleibe ich lieber auf dieser Seite der Tür. Ja. Okay. Eigentlich kein Grund zum Lachen, ne? Die Mama ist im Koma und der Arzt hat schon gesagt, das ist sehr unwahrscheinlich, dass sie wieder aufwacht. Ich glaube, in Wirklichkeit machen einen die Ärzte da ein bisschen mehr Hoffnung. Ich bin nicht sicher. Eine Krankenschwester. Oder vielleicht auch eine Bürokraft? Könnte heutzutage dasselbe sein. Mit dem Heilen von Menschen beschäftigen sich die Leute hier zumindest nur nebenher, wie es aussieht. Das sagtest du schon. Hi. Hallo, Mr. Michaels. Was kann ich für Sie tun? Wegen dieser Versicherungsscheiße. Am besten schauen Sie mal die Überweisungen Ihrer Mutter durch. Wenn sie das Geld überwiesen hat, dann müssen sich die Versicherung und die Bank damit herumschlagen. Sie können mir die Bescheinigung einfach vorbeibringen, wenn Sie wollen. Dann kümmere ich mich darum. Danke. Sind Sie eigentlich von hier? Könnte man so sagen. Ich bin hier aufgewachsen. Dann wissen Sie sicher viel Spannendes über den Ort zu erzählen. Naja, so viel passiert hier eigentlich nicht. Vor 2 Jahren hat sich eine junge Frau umgebracht. Sie stürzte sich ins Meer. Und es sind extra Taucher für die Suche angefordert worden. Sie konnten sie aber leider nicht mehr retten. Die Leiche haben sie nie gefunden. Aber ansonsten ist hier eigentlich nie etwas los. Sie meinen Carrie? Haben Sie sie gekannt? Ja, wir haben damals zusammen Aerobic gemacht.
Irgendeine Ahnung, warum sie sich umgebracht hat? Das wüssten wir wohl alle gern. Sie war eigentlich immer lustig. Wir haben viel zusammen gelacht. Aber dann hat sie sich verändert. Sie ist dann auch nicht mehr mit zum Sport gekommen. Da ist der Kontakt abgerissen. Ich wusste ja gar nicht, dass es ihr so schlecht geht. Danke für die Info. So viel zu dem, was die Rosie sagte. Dieser Dr. Newhouse, wie ist der so? Oh, er ist sehr charmant. Ein wirklich netter. Er kommt nicht von hier. Ist erst vor etwa 2 Jahren hergezogen. Aber er ist hier richtig aufgeblüht und... Ob er ein kompetenter Arzt ist, wollte ich wissen. Oh ja, natürlich. Er hat früher ein großes Krankenhaus in Atlanta geleitet. Eigentlich ist er überqualifiziert, um in einem kleinen Ort wie Biddeford zu arbeiten. Aber ich glaube, er genießt das Kleinstadtleben. Ihre Mutter ist in guten Händen. Okay. Was wollte dieser Kerl? Nun, er hat sich nach ihrer Mutter erkundigt. Was wollte er wissen? Er wollte wissen, ob... Sie durchkommt? Nun, ja. Ich habe ihm gesagt, dass wir keine Patienteninformationen herausgeben dürfen. Er sollte mit Ihnen sprechen. Ich kenne den Typen nicht. Er ist mir aber schon 2-mal über den Weg gelaufen. Wissen Sie, wer das ist? Tut mir leid, nein. Aber er hatte einen Akzent. Ich glaube, britisch. Aber auch noch etwas anderes. Ich möchte, dass dieser Kerl nicht in die Nähe meiner Mutter kommt. Verstanden? Natürlich. Okay. Was meinen Sie? Wird meine Mom wieder in Ordnung kommen? Oh, das kann man nicht wissen. Aber es sind schon Leute nach deutlich schlimmeren Unfällen aus dem Koma erwacht. Und Leute nach deutlich harmloseren Unfällen gestorben. Sie dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Beten Sie für Ihre Mutter. Statistisch gesehen hat das keinerlei Auswirkungen. Die Zeit spare ich mir. Na dann, nach den Versicherungsscheinen fragen wir. Vielen Dank für die Auskunft. Kein Problem. Sie ist ja eigentlich ganz freundlich, aber ich verstehe, dass Darren jetzt nicht so höflich bleiben kann. Zu Mutters Haus müssen wir, genau. Und was hat es mit diesen Typen auf sich? So, wo können wir was finden? Wir haben uns ja hier den Sekretär nicht angeguckt. Dann muss es wohl sein. Ich fasse es nicht, dass ich in den Privatsachen meiner Mutter herumschnüffeln muss, nur damit eine verdammte Versicherung sie nicht krepieren lässt. Ich meine, was würden Sie tun, wenn ich keine Belege finde, dass meine Mutter das Geld überwiesen hat? Sie im Bett vor die Tür schieben? Also los. Ah ja, ich erinnere mich. Ein Puzzle, um den Sekretär aufzukriegen. Ob es sowas in Wirklichkeit gibt? Ich bezweifle es. So. An sich mag ich sowas ganz gerne, aber es ist bei den letzten Stückchen ist es dann immer Glückssache, ob ich es schaffe oder nicht. So, das sieht doch schon mal gut aus. Das ist weiter oben, wie es aussieht. Ich mach das mal so. Das hier unten haut hin, oder? Könnte hinhauen. Halt. Das. Ist das richtig? Ja. Ey, das sieht ja schon fast richtig aus. Aber der Turm, verdammt, der Turm muss auf die andere Seite. Okay. Wir müssen den Turm darüber kriegen. Dann hätten wir es eigentlich schon erledigt. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. So, der Turm hierher. Und dann das? Ich mach das mal kurz so. Ich hoffe, das funktioniert.
Ach ja, ich glaube, das geht. Yes! Ich glaube, so schnell habe ich es bisher noch nicht geschafft. Eine Zigarettenschachtel? Hat Mama etwa heimlich geraucht? Ach, es sind nur Spielkarten drin. Hätte mich auch gewundert. Ganz schön viel Müll. Bleistifte. Ganz normale Bleistifte. Können wir uns die nicht mitnehmen? Die lasse ich lieber hier. Für Bleistifte braucht man immer einen Anspitzer und den sehe ich hier nicht. Ja, aber wir haben ja auch schon so einen angenagten Kuli, ne? Von Fuller. Lecker. Aha, ein kleiner Holzkasten. Den habe ich noch nie gesehen. Ah, und da ist Mams Überweisungsbuch. Das habe ich gesucht. Ich nehme beides mit. Ja. Haben wir hier sonst noch was? Nee. Das war's. Oh, man hört die Stimme im Hintergrund. Ich wünschte, ich könnte es verstehen. Das ist mir bisher noch nie aufgefallen. Der kleine Holzkasten, den ich im Schlafzimmer meiner Mutter gefunden habe. Er ist ziemlich schwer, scheint massives Holz zu sein. Er lässt sich nicht öffnen. Auf dem Deckel sind irgendwelche Zeichen, aber ich kann nichts damit anfangen. Ich kenne mich mit diesem Kram nicht aus. Na, mal sehen. Ich glaube, das sind die Kontobewegungen meiner Mutter. Hier geht Miete ab. Hier ein Betrag von 18 Dollar und 45 Cent an eine Telefongesellschaft. Aha! Und hier die Überweisung an ihre Versicherung. Das ist vom letzten Monat. Sie hat also bezahlt. Den reiße ich den Arsch auf. Was ist ein Brief? Liebe Rebecca, ich habe deinen Brief erhalten und freue mich sehr, dass es euch gut geht. Natürlich werde ich dir auch weiterhin den vollen Betrag schicken. Dein Vorschlag ist nett gemeint und ich hätte es nicht anders von dir erwartet. Aber es kommt überhaupt nicht in Frage, dass du weniger erhältst. Auch wenn er jetzt aus dem Haus ist. Du hast deine Sache großartig gemacht und es ist an der Zeit, dass du auch etwas für dich tust. Genieße dein Leben in Maine. In Liebe, C. Sehr mysteriös. Seltsam. Der volle Betrag, auch wenn er jetzt aus dem Haus ist? Was hat das zu bedeuten? Hier erhält meine Mom einen größeren Betrag von... Aha. Eine Überweisung über 1.500 Dollar von einer Bank in England. BCW Bank, Filiale Willow Creek. Willow Creek. Das kommt mir bekannt vor. Mom hat früher in England gelebt, aber war das in diesem Willow Creek? Und wer ist dieser C? Und warum schickt er ihr Geld? Hier, nochmal. Und dort. Sie scheint jeden Monat den Betrag zu bekommen. Es scheint praktisch ihr einziges Einkommen zu sein. Das verstehe ich nicht. Mir hat sie immer gesagt, sie würde ein monatliches Schmerzensgeld bekommen. Von der Versicherung des Mannes, der für den Unfall verantwortlich war, bei dem auch mein Vater gestorben ist. Ich hätte das bestimmt nicht sehen sollen. Kann mir ja auch egal sein. Es passt nicht zu meiner Mutter, Geheimnisse vor mir zu haben. Ich werde sie fragen, warum sie mich angelogen hat. Sobald es ihr besser geht. Wenn es ihr besser geht. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern, ob sie aus dem Koma aufwacht oder nicht. Okay, gut. Wir müssen sowieso... Ich wollte jetzt gerade in den Aufgaben nachgucken, was wir zu tun haben, aber... Das mit dem Krankenhaus, das weiß ich gerade so noch. Da müssen wir am dringendsten hin. Oh, jetzt sitzt da jemand, aber da können wir nichts machen. Gut. Ich habe hier die Überweisungen meiner Mutter.
Sie hat das Geld für diese verdammte Versicherung bezahlt. Das habe ich mir schon gedacht. Da hat die Versicherung Mist gebaut. Geben Sie mal her, ich kümmere mich darum. Damit wäre das erledigt? Ja, ich kläre das mit denen. Gut. Wunderbar. Dann haben wir das erledigt und wir schauen mal in unseren anderen Aufgaben nach. Hier steht jetzt noch ein bisschen mehr, glaube ich. Ja. Ich habe monatliche Überweisungen bei meiner Mutter gefunden. Sie kommen aus einem Ort namens Willow Creek in England. Mom hat früher in England gelebt, aber wer sollte ihr viele tausend Dollar im Jahr schicken? Und warum? Halt, neueste Aufgabe. Fuller die Meinung sagen. Was haben wir noch? Fotopapier besorgen, Film mit Angelinas Bildern besorgen. Und das. Ich würde sagen, das Wichtigste ist das hier. Fuller wird dafür büßen, dass er meiner Mom nicht geholfen hat. Hätte er reagiert, als sie ihn anrief, ginge es ihr jetzt besser. Angelina kann warten. Ach so, wir können jetzt die Postkarte hier mal benutzen. Da wollen wir hin. Das gibt es doch nicht. Der Kerl aus dem Krankenhaus ist bei Fuller. Und die beiden reden miteinander. Wer ist der Kerl? Und was hat er mit Fuller zu schaffen? Ich sollte die beiden belauschen. Fuller kann ich mir danach immer noch vorknüpfen. Okay, und hier vorne werden wir das nicht machen können. Ich kann die Tür nicht öffnen. Die Türglocke würde mich sofort verraten. Ich muss die beiden unbemerkt belauschen, wenn ich herausbekommen will, wer dieser seltsame Typ ist und was er mit Fuller zu schaffen hat. Dann müssen wir wohl in den Hinterhof. Oh, hier haben wir aber eine Menge. Ich würde erstmal, auch wenn es vielleicht nicht nach Zeit geht, es so versuchen wollen, bevor wir uns hier umgucken. Verdammt, die Tür ist verriegelt. Natürlich. Da ist ein kleiner Haken, der die Tür geschlossen hält. Den muss ich irgendwie erreichen. Aha, wo ist denn dann der Haken? Wo ist der Haken? Hier? Das Fenster befindet sich genau über der Tür. Vielleicht kann ich den Riegel irgendwie durchs Fenster öffnen. Okay. Die Stangen bekomme ich nie aus der Mauer. Das kann ich vergessen. Die Stangen bekomme ich nie aus der Mauer. Durch den Lichtschacht könnte ich in den Keller kommen. Aber es wäre zu laut, das Gitter zu entfernen. Und außerdem komme ich nie lautlos die knarrende Kellertreppe hoch. Ich muss einen anderen Weg finden. Und außerdem komme ich nie lautlos... Moment. Das ist natürlich was, an sowas kann ich mich nicht mehr erinnern, wie ich jetzt hier da dran komme. Das habe ich vergessen. Ein völlig verrosteter Eimer mit großen Löchern im Boden. Der Henkel ist abgerissen. Den Eimer lasse ich da stehen, mit dem ist eh nichts mehr anzufangen. Aber das alleine wird nicht genügen. Halt. Das ist der Hundekäfig für den Hund von Fullers Mutter. Aber der Hund ist meistens eh im Haus. Ich habe ihn zumindest noch nie hier im Käfig gesehen. So, Entschuldigung, ich wurde mal wieder unterbrochen. Wir gucken hier weiter. Aha. Der Wassernapf ist komplett leer. Vielleicht kann ich ihn noch gebrauchen. Wofür auch immer. Ein uralter, klappriger Werkzeugschuppen. Darin bewahrt Fuller den Schrott auf, wenn er ihn nicht einfach irgendwo in den Hinterhof wirft. Also nicht viel. Na, dann guck mal. Vielleicht findest du irgendwas Nützliches. Eine Rolle mit Angelschnur. Es scheint nur noch wenig drauf zu sein. Angelschnur? Ja, nimm. Leider nur die Schnur. Kein Haken.
Hier haben wir was. Gestern hat Fuller Wäsche aufgehängt. Für sich und seine Mutter. Ich fand es einigermaßen überraschend, dass ein Großmaul wie er die Wäsche seiner Mutter wäscht. Und vor allem beunruhigend. Der Mann ist weit über 40 und lässt sich von seiner Mutter herumkommandieren. Kein Wunder, dass er nicht ganz dicht ist. Halt, Abschleppseil. Ein etwa 2 Meter langes Stück Abschleppseil. In tadellosem Zustand. Nehmen wir das? Ja. Seile sind immer gut. Natürlich. Gerade in solchen Point-and-Click-Spielen. Wenn mir jemand sagen würde, der alte Fettsack verklappt Giftmüll, ich würde es ihm zutrauen. Ich verstehe nicht, warum Fuller den Kram nicht einfach mal abholen lässt. Was will er noch damit? Da haben wir nichts. Da. Das haben wir uns schon angeguckt. Hier war ich mir nicht sicher. Ich muss vorsichtig sein. Direkt hinter der Scheibe redet Fuller mit diesem Typen. Verstehen kann ich zwar nichts, aber wenn ich nicht aufpasse, sehen sie mich. Ich kann sie von hier nicht hören. Ich könnte versuchen, reinzugehen. Okay, schauen wir, was wir haben. Bin mir ziemlich sicher, dass wir die Angelschnur vielleicht gebrauchen könnten. Ach ja, klar. Warte, halt. Hier. Fische werde ich mit dieser Angel nicht fangen. Aber vielleicht etwas anderes? Ja, einen Schlüssel zum Beispiel? Das dürfte funktionieren. Ich muss nur sehr leise sein. Wenn der Henkel an die Tür schlägt, bekommen die beiden das sicherlich mit. Na? Ja. Geschafft! Und sie haben nichts bemerkt. Die Tür ist wieder offen. Ich kann hineingehen. Ich hoffe nur, sie quietscht nicht. Ja, dann sei leise. Ja, Angelina, das kann wohl sein. Den Nachnamen habe ich auch notiert. Für weitere 10 Mäuse fällt mir vielleicht sogar ein, wo ich den Zettel habe. Nicht nötig. Ich kenne Ihren Nachnamen. Und Ihr Assistent? Was ist mit dem? Was für ein Sie meint Darren! Das ist mein Laufbursche. Er arbeitet in den Semesterferien hier. Ein guter Laufbursche ist viel wert. Was wissen Sie über ihn? Wieso interessiert er Sie? Wollen Sie ihn mir abwerben? Kein Problem, für 100 Mäuse schreibe ich ihm sogar sofort die Kündigung. Ach was, sagen wir 50? Kein Interesse. Kennen Sie ihn genauer? Was sollen die fragen? Seine Mutter kam hier an und hat gefragt, ob er hier für ein paar Wochen jobben kann. Ist ein Waschlappen. Einer von den ewig Betroffenen. Oh, mir geht's so schlecht und die Welt ist so ungerecht und es hat doch alles keinen Sinn. Sie kennen ihn also nicht. Und ich habe auch keine... Das war knapp. Die beiden gehen Richtung Ausgang. Und ich bin kein bisschen schlauer. Wen verfolgt der Typ denn nun? Mich? Oder Angelina? Und warum? Ich werde Angelina nach dem Mann fragen. Sie ist Britin und der Typ hat einen britischen Akzent. Man weiß ja nie. Vielleicht kennt sie ihn. Aber erst einmal habe ich noch eine Rechnung mit Fuller offen. Aber diese Rechnung werden wir erst in der nächsten Folge begleichen. Bis dahin. Tschüss.